Okay, also ich begrüße euch herzlich zu der Veranstaltung jetzt heute Abend Imaginäres Eigentum mit Manuel Barkau und ja, wünsche euch einen spannenden Abend. Danke. Als allererstes möchte ich klarstellen, das ist ein relativ heikles Thema, weil es immer auch mit Gewalt verbunden ist. Also wir stellen uns die Frage, wann ist Gewalt legitim? Das ist grundsätzlich das, worum es geht im Wesentlichen, wenn wir uns Rechtsfragen stellen. Also um vielleicht mal die Situation, die ich mich hier begebe, klarzustellen, stellt euch kurz vor, ihr seid jetzt Kirchengänger. Und ihr seid jetzt in der Kirche und der Pfarrer ist auf die witzige Idee gekommen, einen Atheisten einzuladen und ich soll euch jetzt eine philosophische Argumentation erzählen, nachdem es keinen Gott gibt. Und also nicht in dem Sinne, dass ihr, ich meine, ich denke, ihr betrachtet auch das geistige Eigentum als kritisch oder seid durchaus bereit, da die Sache zu hinterfragen, ob das wirklich ob Gewaltanwendung, um geistiges Eigentum durchzusetzen, tatsächlich etwas legitim ist, was ja der Staat letztendlich tut. Also man muss das schon kritisch betrachten. Das ist jetzt nicht, was ich meine. Wenn ich euch sage, wie ich das begründe, das ist die Sache, die ich denke, kritisch jetzt bei manchen angenommen wird. Okay. Deswegen, es geht immer um Gewalt und deswegen sollte ein Bewusstsein, dass es hier für mich relativ heikel auch ist. Es gibt auch verschiedene gesellschaftliche Gruppen, die ganz andere Auffassungen haben, wann Gewalt legitim ist. Also insbesondere, wenn sie hier irgendwie sich mit einem Symbol identifizieren können, dann betrachten sie, und das soll ist interessant, dass Demokratie kein vernünftiges Symbol hat, aber das soll Demokratie heißen. Ob sie sich irgendwo damit verbinden können, mit irgendeiner dieser Gruppen. Meine Behauptung hier ist, sie betrachten Gewalt als legitim, wo ich es nicht als legitim betrachten würde. Und ich möchte euch erklären, warum das so ist. Und insbesondere, wenn ich sage Recht, dann ist es nicht unbedingt irgendwie mit dem Staat verbunden. Das ist ganz einfach die Betrachtung zwischenmenschlich. Also es reichen schon zwei Personen und man sagt, okay, wenn jetzt irgendjemand mich schlagen möchte, dann sage ich, ich habe ein Recht, mich zu verteidigen. Das ist intuitiv schon klar. Also da brauche ich jetzt nicht vom Staat reden. Das ist ganz einfach ein Konzept, ein zwischenmenschliches Konzept, das auch unabhängig davon existiert. So. Wie ich da vorgehen muss, möchte, ist folgendermaßen. Ich werde versuchen zu erklären, was verstehe ich unter Recht. Habe ich schon ein bisschen angefangen, aber ich will es noch genauer sagen. Wie bestimmt man dann Recht, wenn es dann tatsächlich so etwas wie Recht gibt, also eine Wahrheit darüber, was rechtens wirklich ist, also eine etwas absolutere Wahrheit, so wie es eine Wahrheit auch über die Realität um uns herum gibt. Wenn es so etwas gibt, wie bestimmt man das? Dann werde ich noch erzählen, welche Rechte es nach meiner Auffassung dann tatsächlich gibt. Insbesondere welches Recht, das Eigentumsrecht, lässt sich naturrechtlich begründen. Naturrecht ist halt auch eine Art, wie man versuchen kann, Rechte zu bestimmen. Und dann werden wir uns die Frage anschauen, ob dann jetzt mit diesem Rechtsverständnis, was ich dann aufgebaut habe, tatsächlich geistiges Eigentum wirklich rechtens ist, nach meinem Verständnis. Juristisches Recht ist, wie gesagt, völlig außen vor. Was ist Recht? Also ganz allgemein, es dreht sich die Frage, wie gesagt, wann ist Anwendung von Gewalt legitim? Man kann auch das etwas anders ausdrücken. Man kann auch sagen, wann ist die Einschränkung von Freiheit legitim? Zum Beispiel beim Urheberrecht würde man jetzt, wenn man es etwas diplomatisch ausdrücken wollte, sagen, okay, man kann sich jetzt nicht komplett frei in Bezug auf etwas verhalten, sondern man schränkt seine eigene Freiheit ein und deswegen und man hat angeblich irgendwelche Vorteile, also zum Beispiel, man nicht unbedingt Gewalt dann gegen einen zu erwarten hat. Also insbesondere, wenn man nicht kopiert, etwas, was urheberrechtlich geschützt ist, dann braucht man nicht so erwarten, dass gewalttätig gegen einen vorgegangen wird. Das ist allerdings, wie gesagt, diese Einschränkung von Freiheit ist eher einfach nur eine diplomatische Art, das auszudrücken. Letztendlich geht es, wie gesagt, um Gewalt und das sollte ganz klar sein. Die Frage stellt sich auch, warum machen wir überhaupt sowas wie Recht?
Warum gibt es diese Sache überhaupt? Wenn wir überlegen, was wir können uns zurück in den Urzustand, in den tierischen Urzustand kurz zurückversetzen. Da gibt es das Recht des Stärkeren, was im Prinzip gar nichts anderes heißt als gar kein Recht. Das ist implizit in dem Begriff Recht verbunden, dass man, also man gesteht sich Rechte ein und man gewinnt dadurch Freiheit. Also es ist, das ist etwas widersprüchlich, hört sich an, aber im Prinzip läuft die Argumentation folgendermaßen. Wenn ich anerkenne, dass jemand anderes existiert erstmal und er auf sich eine bestimmte Art und Weise verhalten wird bei bestimmten, wenn ich, also insbesondere wenn wir von einem rationalen Wesen sprechen, von einer Person, dann können wir gewissermaßen verhandeln. Wir sind nicht Tiere. Wir können nicht, wir sind nicht darauf reduziert, dass wir einfach, um zu überleben, immer Gewalt anwenden müssen. Also wie jetzt wenn ein Raubtier jetzt meinetwegen ein Reh angreift, dann ist es nicht wirklich eine Rechtsfrage. Das ist einfach eine Frage, wie will das Tier überleben? Wenn wir allerdings zwischenmenschlich sind, dann, wenn ich zu einem anderen Menschen sage, okay, ich verzichte darauf, ihr diesen tierischen Urzustand mich zu begeben und ich erwarte, wenn ich dir dieses Recht zuspreche, dass ich dich nicht angreife, dann, dass ich das gleiche Recht bekomme und deswegen kann ich mich frei entfalten, weil jetzt brauche ich mich nicht mehr darum Sorgen machen, dass ich alle 2 Minuten auf den Kopf geschlagen werde, aber einfach, weil ich irgendwas habe, was jemand haben möchte. Das ist der Grundgedanke. Wir gewinnen Freiheit, indem wir uns gegenseitig Rechte zugestehen. Das ist das, was wir hier versuchen. Damit wird implizit, was wir meinen, wenn wir Recht sagen. Wir wollen versuchen, Regeln aufzustellen, die der Konfliktvermeidung dienlich sind. Wir wollen versuchen, Regeln aufzustellen, die es möglich machen, dass wir eine gesellschaftliche Ordnung aufbauen. Das heißt insbesondere, diesen ganzen Wohlstand, den wir um uns haben, der ist erst dann möglich, wenn wir uns gegenseitig Rechte zugestehen. Wenn wir uns sagen, ich verzichte auf Gewalt, um insbesondere jemandem was zu stehlen, jetzt hier zum Beispiel, und dadurch wird es mir möglich, sicher in meinem eigenen Lebensbereich zu sein. Also es gibt auch zwei andere, es gibt zwei Aspekte, unter denen man jetzt noch die Sache betrachten muss. Wenn ich sage, Anwendung von Gewalt ist legitim, dann wann, ich meine, ich habe hier verschiedene Ziele, wenn ich Gewalt anwende. Im Selbstverteidigungsfall möchte ich etwas verhindern. Das heißt, ich kann erstmal sagen, okay, ist abstrakt gesehen, ich versuche durch Gewalt etwas zu verhindern. Wenn die andere Art, das zu betrachten ist, könnte theoretisch abstrakter sehen, ob es überhaupt tatsächlich ist. Es könnte theoretisch sein, dass es legitim ist, Gewalt anzuwenden, um an etwas zu kommen. Insbesondere, wenn man jetzt davon redet, ich habe ein Recht auf Essen zum Beispiel, dann heißt es implizit, ich habe ein Recht gegen andere Gewalt anzuwenden, um an Essen zu kommen, im Prinzip. Oder insbesondere, wie der Staat es hier auffasst, ich habe ein Recht auf Gesundheit. Das ist auch mit Gewalt verbunden, Anwendung verbunden. Wenn ich sage, es ist rechtmäßig, dass ich habe ein Recht auf Gesundheit und deswegen ist der Staat damit verbunden. Und letztendlich, wie finanziert der Staat das? Durch Androhung von Gewalt und Erhebung von Steuern. Das ist auch mit Gewalt verbunden. Das ist implizit, muss einem bewusst sein. Jetzt völlig unabhängig, ob das jetzt tatsächlich rechtens ist oder nicht. Das ist immer mit Gewalt verbunden. Also es muss einem auch bewusst sein bei dieser positiven und negativen Betrachtung. Also um etwas zu verhindern, wäre dann die negative und um etwas zu kommen, wäre dann die positive Betrachtung. Okay. Wie bestimmen wir jetzt Recht? Das ist jetzt die Frage. Es gibt da drei verschiedene Arten. Und das ist allgemein, kann man das sagen, das gilt auch für die Wahrheitsfindung allgemein. Wenn wir sagen, also was ich jetzt hier behaupte, ist, es gibt eine bestimmte Wahrheit über die Verhaltensregeln, die der Konfliktvermeidung dienlich sind. Das heißt, anders ausgedrückt, einfach ausgedrückt, es gibt ein Recht, das realitätskonform ist oder wahrheitsmäßig ist und nicht einfach nur, das ist nicht beliebig. Wenn ich sage, es hat jeder das Recht, gegenseitig Gewalt anzuwenden gegen anderen, dann ist es
offensichtlich widersprüchlich. Das brauche ich nicht wirklich weiter zu erläutern. Also offensichtlich gibt es falsche Aussagen, zumindest ob es jetzt eine Wahrheit gibt, will ich euch zeigen, aber zumindest ist es möglich, dass es so ist. Wie bestimmen wir also diese Sachen? Es gibt drei verschiedene Arten, die gängig sind. Zum einen ist die intuitive Art. Darauf habe ich mich bereits verlassen bei euch, weil die auch evolutionär geprägt ist. Wenn ich sage, Selbstverteidigung ist rechtmäßig, dann verlasse ich mich einfach auf eure Intuition. Und wie gesagt, wieder ist es unabhängig vom Staat. Wenn wir jetzt zwei Kinder beobachten und eines hat Süßigkeiten, der andere nimmt dem die Süßigkeiten weg, dann ist es intuitiv, dass irgendjemand hier Unrecht getan wurde. Und dass insbesondere das eine Kind, dem was genommen wird, im Prinzip in dem Sinne rechtmäßig ist, das zu verteidigen oder irgendwie Gewalt anzuwenden, um zu verhindern, dass ihr was genommen wird. So, das ist aber jetzt alles intuitiv betrachtet und das kann sich auch täuschen, von der Intuition her. Das sollte einem in dem Moment bewusst werden, wie diese Intuition entstanden ist. Also Instinkte und die Intuition entwickelt sich unter anderem auch eben durch die Evolution. Das heißt, was evolutionär von Vorteil ist, ist nicht unbedingt immer der Konfliktvermeidung dienlich. Insbesondere können wir jetzt hier zum Beispiel Genozid betrachten. Wenn wir jetzt zwei Völker haben, zwei Uraffen meinetwegen, und die haben jetzt intuitiv, sagt die eine Gruppe, okay, es ist legitim, gegen die andere Gewalt anzuwenden oder komplett auszurotten, meinetwegen, einfach weil sie ja dadurch an mehr Ressourcen gelangen, dann sollte einem bewusst werden, dass diese Sache sich auch weiterhin übertragen kann auf die heutige Zeit. Deswegen können wir uns nicht unbedingt auf die Intuition verlassen, um zu bestimmen, was recht ist und was nicht recht ist. Gleichzeitig ist es eine gute Richtschnur, weil tatsächlich ist es ta auch evolutionär von Vorteil, Konflikte zu vermeiden, weil dadurch kann man sich auch, sofern man friedlich weiterlebt, tatsächlich Gene weiterreichen. Die andere Art ist autoritär einfach das Recht auszusprechen. Also ich sage, das und das sind die Regeln, das und das ist Recht. Und warum ist das Recht? Nun, weil ich es sage. Das ist die Art, also weil ich der König bin, meinetwegen. Und jetzt kommt es, wie gesagt, zu dieser, warum ich das Beispiel mit der Kirche angebracht habe. Insbesondere heißt es, wenn ich Repräsentant der Mehrheit bin, ist es genau dasselbe, was heute auch passiert. Sie sagen, okay, warum ist das Recht? Nun, weil ich die Mehrheit repräsentiere. Das ist allerdings, es sollte euch sofort klar sein, wenn die Mehrheit sagt, dass Gewaltanwendung in einem Fall legitim ist, muss das noch lange nicht der Wahrheit entsprechen und war auch historisch betrachtet, wenn es gibt, brauche ich in diesem Land gar nicht sagen. Na, die dritte Art, wie wir die Sache ermitteln können, ist durch die Vernunft. Wir können versuchen zu erkennen, es gibt Wahrheiten über die Realität und wir versuchen zu erkennen, also klassisches Beispiel ist die goldene Regel. Also man könnte jetzt wieder das Beispiel mit den Kindern anführen. Warum sollte der eine das nicht nehmen? Nun, möchtest du, dass man das dir tut? Nee, dann lass es und dann gestehen wir eben das Recht ein und stehlen von dir auch nicht. Das ist also eine gewisse goldene Regel. Es gibt eine gewisse vernünftige Art zu erkennen, welche Sachen rechtens sind, welche nicht. Das ist jetzt kein Beweis, was noch kommt. Allerdings ist es eine gute Richtschnur. Ich möchte auch hier einen Vergleich machen zu anderer Form von Wahrheit. Es gibt eine bestimmte Wahrheit über die Realität um uns herum. Und die betrachten wir zum Beispiel, wenn wir Physik betrachten. Dann kann man hier eine Analogie, wie gesagt, zum Recht machen. Also intuitiv kann ich etwas erkennen über die Realität, einfach wenn jetzt ein Ball irgendwie auf mich zufliegt, okay, ich habe intuitiv, instinktiv entwickelt eine Intuition darüber, wie dieser Ball fliegt. Also ich habe eine gewisse evolutionär entwickelte Vorstellung davon,
welche Wahrheiten es über die physikalische Realität gibt. So, die Intuition kann sich aber auch täuschen. Wenn es für die Evolution nicht interessant ist, eine Wahrheit zu erkennen, also zum Beispiel über die Anordnung von Sternen und Planeten etc., dann entwickelt es einfach nichts und dann kann halt eine Autorität kommen, die sagt, okay, hier, wir sind im Zentrum des Universums, es fliegen um uns Planeten etc. und die Sonne, die gehen alles um uns herum. Und so, ich meine, warum soll ich intuitiv da was dagegen aussprechen? Das interessiert mich eigentlich nicht. In meinem meisten Leben ist es eigentlich eine relativ abstrakte Betrachtung, brauche ich jetzt nicht weiter mich mit beschäftigen, ich habe wichtigere Dinge zu tun. Die dritte Art ist, wie gesagt, die wissenschaftliche Methode. Einfach durch Vernunft zu erkennen, versuchen zu beweisen, welche Sachen sind tatsächlich die Wahrheit. Und wie gesagt, das ist alles im Prinzip einfach eine allgemeine Sache, um an Wahrheit zu kommen. Die Autorität kann natürlich Recht haben manchmal, aber nur solange es nicht mit der unsere Intuition nicht dagegen ausschlägt. Na ja, gut. Ich will jetzt versuchen, noch kurz, wie man diese Dinge im philosophischen Sinne betrachtet. Intuitives Recht, positives Recht, positiv im Sinne, dass man es erzeugt. Also es ist irgendwo, es gibt eine Quelle und die erzeugt dieses Recht. Natürliches Recht, das ist Naturrecht, das ist das, was ich jetzt versuchen werde, euch zu zeigen, warum insbesondere das Eigentumsrecht tatsächlich ein Regelwerk, das realitätskonform ist, in dem Sinne, dass es der Konfliktvermeidung dienlich ist. Das ist ja das Ziel, was wir ursprünglich mit Recht hatten. Und das ist, wenn es der Konfliktvermeidung dienlich ist, dann ist es rechtens. Kurz, was wir unter Eigentum verstehen. Legitime Verfügung über ein Objekt oder eine Entität. Das ist jetzt ganz abstrakt betrachtet und das kann ich auch nicht verteidigen, weil damit unter anderem auch das Urheberrecht mit inbegriffen ist. Also Objekt würde ich jetzt auch eine Idee verstehen oder ein abstraktes Muster. Was ich verteidigen kann, ist das Privateigentum. Und das ist die legitime Verfügung über physikalische Objekte durch natürliche Personen. Also insbesondere ist die Begründung dafür folgendermaßen. Warum müssen wir uns überhaupt diese Regel über Eigentum ausdenken? Naja, es gibt etwas über die Realität, das wir anerkennen müssen. Das ist, dass es Knappheit gibt. Es gibt knappe Güter. Wenn ich hier über das Handy verfüge, dann schließt das die Verfügung anderer über dieses Handy aus, weil es nur eines davon gibt. Oder zumindest, es gibt beliebig viel, aber egal. Zumindest ist es jetzt physikalisch knapp. Also wenn man es mir wegnimmt, kann ich nicht mehr über dieses bestimmte halt verfügen. Darum geht's. Das ist die Begründung, warum wir uns jetzt überlegen müssen, welche Regeln wir haben dafür. Denn offensichtlich können Konflikte entstehen über dieses knappe Gut. Und wenn wir uns nicht Regeln überlegen, dann besteht das Potenzial für Konflikte. Die Regeln für Privateigentum, also ich werde folgendermaßen vorgehen. Wenn man versucht, irgendwas zu zeigen oder ein Argument darzulegen, dann hat man gewisse Prämissen. Man versucht, eine logische Ableitung zu machen und daraus eine Folgerung zu haben. Insofern man keine Fehler bei den Prämissen, bei der Ableitung gemacht hat, insofern man richtige Prämissen hat, dann stimmt auch die Folgerung. Ich werde euch jetzt die Folgerung zeigen und euch dann zeigen, warum dann die Logik und die Prämissen zeigen. Zunächst mal Eigentum am eigenen Körper. Jeder ist der Eigentümer absolut über sein eigenes Körper, über seinen eigenen Körper oder ihren. Und die nächste Regel ist die Aneignung durch die erste Nutzung. Das heißt, wenn ein uneingeeignetes Gut im Urzustand, also noch keiner hat es angefasst, irgendwie Land in Amerika im 17. Jahrhundert, dann kann man sich das aneignen. Okay, die Indianer ignorieren wir mal kurz. Das ist schon bedenklich, ja, das stimmt schon. Okay, ich kann jetzt meinetwegen das Beispiel Mars sagen, okay, wenn es euch besser gefällt. Auf alle Fälle,
ist das die Regel. Und der Erste, der es nutzt, der wird auch dadurch zum Eigentümer. Die dritte Regel leitet sich aus den ersten beiden ab. Sofern ich der Eigentümer von etwas bin, dann ist dieses Eigentum dadurch zustande gekommen, dass ich es irgendwie verändert habe. Wenn ich also insbesondere ein Produkt jetzt herstelle, also es noch weiter verändere, dann gehört es mir halt immer noch. Das ist also implizit in der zweiten Regel. Die vierte Regel ist, dass ich auch vertraglich Sachen übereignen kann, mir gehört. Die ist folgendermaßen begründet. Wenn ich sage, ist es legitim für mich, über etwas zu verfügen, also ist es mein Eigentum, dann impliziert quasi Verfügung, dass ich das auch weitergeben kann. Denn man braucht sich nur das Gegenteil überlegen. Wenn ich nicht es weitergeben könnte vertraglich, dann wäre das ja eine Einschränkung meiner Verfügungsgewalt. Das wäre per Definition quasi würde dem entgegenstehen. Die dritte und vierte Regel brauche ich also nicht zu beweisen, weil sie sich quasi aus den ersten beiden ergibt. Ich brauche also nur jetzt quasi zeigen, dass erste und zweite Regel irgendwie sich vernünftig begründen lassen, nicht nur vernünftig, sondern beweisen lassen. Es gibt bestimmte Wahrheiten, die kann man nicht verneinen, ohne sich in einen Widerspruch zu begeben. Zum Beispiel, ich existiere. Kein Mensch kann diesen Satz aussprechen, ohne sich in einen Widerspruch zu begeben. Ja, wenn Sie sagen, okay, ich existiere nicht, na gut, wer hat das dann ausgesprochen? Sie erkennen, dass es eine Realität gibt. Sofern es diese Realität gibt, dann existieren Sie auch darin. Und wenn Sie sagen, es existiert gar nichts, dann verliert sich sowieso alles in Bedeutungslosigkeit, insbesondere auch Ihr Satz. Und von daher, es gibt diese Wahrheit, die nicht verneint werden kann. Wenn ich sage, Eigentum am eigenen Körper, ja, dann sage ich, es ist legitim für mich, über meinen Körper zu verfügen. Was würde ich denn sagen, was wäre, wenn ich sagen würde, es ist nicht legitim, über meinen Körper zu verfügen? Mit welchen Stimmbändern spreche ich diese Sache aus? Verfüge ich nicht über meinen eigenen Körper, wenn ich diese Sache ausspreche? Ist das nicht, das ist doch genau das, was ich mache. Ich betrachte es als legitim, über meinen Körper zu verfügen. Und wenn ich was Gegenteiliges behaupte, dann ist es ein performativer Widerspruch. Also ich sage etwas, was meinem Verhalten widerspricht. Also es ist quasi in dem Sinne ein Beweis. Sie bauen sich auch die dritte Art, wie man es zeigen kann, ist, man braucht sich nur überlegen, was wäre die Alternativen zu dieser Regel. Es hieße ja, dass ein anderer der Eigentümer meines Körpers ist. Das wäre also Sklaverei. Und ich verlasse mich jetzt nicht auf eure Intuition, dass Sklaverei jetzt etwas Schlechtes ist. Das kann man auch einfach zeigen, weil es den Definitionen des Rechtes widerspricht. Recht ist etwas, was universalisierbar sein muss. Ja? Also es ist insbesondere gleiches Recht für alle. Das ist etwas, was aus der Definition, die ich vorhin gesagt habe, hervorgeht. Wenn ihr sagt, es gibt Menschen, die Sklavenhalter sind und Sklaven und Sklaven, dann ist es quasi per Definition kein Recht. Und wir sind wieder insbesondere auch im Urzustand dann wieder zurückversetzt, weil es dann halt über Menschen und unter Menschen stärkere und schwächere gibt. Es ergibt, findet sich also in der Definition, ist es bereits wieder gegeben. Also damit hätten wir jetzt hoffentlich stark genug untermauert, dass die erste Regel etwas Absolutes in dem Sinne ist. Es ist eine Wahrheit. Jedes Verhalten, was diesem Ding entgegensteht, behalte die Frage vielleicht zum Schluss, bitte. Jedes Verhalten, was diesem entgegensteht, wenn Sie was anderes behaupten als die erste Regel, ist quasi nicht der Konfliktvermeidung dienlich. So, die zweite Regel lässt sich ähnlich begründen wie die erste. Und zwar insbesondere, was mache ich jetzt, wenn es gibt knappe Güter insbesondere. Die Luft ist zwar nicht im allgemeinen Sprachgebrauch knapp, aber es ist nicht unbegrenzt vorhanden.
Und insbesondere, wenn man sich unter Wasser begibt, ist es auch nicht unendlich vorhanden. Ich brauche nicht mit dem Finger schnipfen. Das nützt mir nichts unter Wasser. Das heißt, ich betrachte es als legitim, über die Luft um mich herum zu verfügen. Und demnach ungenutzte Luft, in dem Sinne, dass keiner es als sein Eigentum betrachtet, ist es also quasi legitim für mich, darüber zu verfügen, weil es im unangeeigneten Zustand sich befindet. Also atme ich ein und ich betrachte es als legitim, darüber zu verfügen. Wenn ich was anderes sage, dann wäre das ein Widerspruch, weil wenn ich sage, es ist nicht legitim, über unangeeignete Güter zu verfügen, dann befinde ich mich im performativen Widerspruch, weil ich eben genau durch die Aussprache dieses Satzes was mache, was der Aussage widerspricht. Es ist wieder ein performativer Widerspruch. Wir können versuchen, auch Alternativen dazu zu finden. Wir können zum Beispiel fragen, okay, welche Alternative zu dieser Sache? Wer wird denn wodurch zum Eigentümer? Ist zum Beispiel eine beliebte Alternative ist einfach, ich werde Eigentümer einfach dadurch, dass ich ausspreche, dass ich der Eigentümer bin. Also insbesondere brauchen Sie jetzt nur in die Tora reinschauen. Da steht, ein gewisses Volk hat irgendein Stück Land am Ostküste des Mittelmeers, gehört einem bestimmten Volk und das ist einfach durch Aussprache, nicht durch erstmalige Nutzung hergestellt, dieser Eigentumsbezug. Und ich sollte euch klar sein, dass es nicht gerade der Konfliktvermeidung dienliche Auffassung von Recht ist. So. Überlege noch, ob ich was anderes vergessen habe. Na gut. Die Zeit reicht nicht, um das wirklich im akademischen Sinne völlig dicht euch hier darzulegen. Ich verweise auf die Quellen, die zum Schluss kommt, für wirklich jeden, der das wirklich in dem Maße interessiert. Was ich hier allerdings behaupte, ist, dass es diese Wahrheit tatsächlich gibt. Und lade euch gerne dazu ein, da weiter nachzuschauen, wie das ist. Ich werde jetzt einfach noch eine Sache dazu sagen, und zwar insbesondere der Anspruch dieser Wahrheit. Es ist objektiv, der Anspruch dieser Rechtsverständnisse ist, dass es objektiv ist auch. Und zwar in dem Sinne, dass wenn jemand etwas aneignet, dann verändert er es derart, dass objektiv sich erkennbar ist, dass es irgendjemand sein Eigentum ist, beziehungsweise dass es nicht im angeeigneten Zustand sich befindet. Das erkennt man unter anderem auch an, meinetwegen, wenn wir irgendwie von Land sprechen, dann ist es beliebt, Zäune darum zu legen und ein Schild aufzuhängen. Und dann weiß jeder Bescheid, okay, wenn ich jetzt hier mich drauf begebe, dann befinde ich mich auf Eigentum eines anderen und möglicherweise ist das nicht eine legitime Art, darüber zu verfügen. Und dann ist auch legitim im Grenzen. Also ich wollte jetzt nicht auf die Verhältnismäßigkeit eingehen, aber dafür gibt es auch Gründe. Es ist nicht legitim, euch gleich umzubringen, deswegen, aber ihr dürft Konsequenzen erwarten, wenn ihr gegen die Art und Weise, wie andere über ihr Eigentum verfügen wollen, wenn ihr dagegen geht. Kurze Zusammenfassung: Was wir hier haben, was ich hier gezeigt habe, ist eine rationale, säkulare, nachvollziehbare, hoffentlich nachvollziehbare Rechtsverständnis. Und insbesondere, warum ich so penibel mache, ohne viele Worte noch über geistiges Eigentum zu verlieren, ist, weil Klarheit herrschen muss, wovon wir reden. Ich sage auch objektiv, weil ich gleich ein Beispiel heranführe, wo viel Strittigkeit meistens herrscht in unserer Gesellschaft darüber, was jetzt tatsächlich rechtmäßiges Verhalten darstellt. Wir können nämlich mit diesem Rechtsverständnis jegliches menschliche Verhalten einordnen, ob es Rechts oder Unrecht ist. Insbesondere für die Informatiker. Eigentumsrecht ist, alle Rechte sind Eigentumsrechte, zumindest nach diesem Rechtsverständnis. Wenn ich das Vertragsrecht ableite, dann ist es quasi in dem Eigentumsrecht begründet. Und für die Informatiker hier, die sich näher damit beschäftigen wollen, das ist quasi das NAND des Rechts. Wenn ihr also Schalter bauen wollt oder Gatter, dann könnt ihr das alles auf dem NAND-Baustein aufbauen. Also das ist okay, nur für die Informatiker hier. Nein, noch nicht Röntgenrechte. Ein schwieriges Beispiel
was oftmals herangeführt wird. Ist es legitim oder nicht legitim, dass Frauen Abtreibungen machen? Wir haben als erste Regel gesagt, alle Personen sind Eigentümer über ihren eigenen Körper. Jegliche Rechtsverständnis, das wir sagen, was dagegen geht, ist nicht der Konfliktvermeidung dienlich. Wenn wir sagen, nein, Frauen sind nicht die Eigentümer über ihren eigenen Körper und wir dürfen bestimmen, ob sie abtreibt oder nicht, insbesondere selbst wenn wir davon ausgehen, dass der Fötus irgendein Mitspracherecht haben könnte, er befindet sich in dem Eigentum dieser Frau oder sie, der Fötus, und ist in dem Sinne also die Frau bestimmt halt, da es in ihrem Eigentum ist, im eigenen Körper, wie damit umgegangen wird oder nicht. Und ich meine, falls jetzt Christen unter uns hier sind, soll ja vorkommen, ich meine, falls Gott tatsächlich gesagt hat, du sollst nicht abtreiben oder irgendwas, was letztendlich darauf hinausläuft, meinetwegen, aber dann ist es eine Sache zwischen der Frau und Gott. Wir hier versuchen, eine gesellschaftliche Ordnung aufzubauen und Konflikte zu vermeiden. Deswegen haben wir Rechte eingeführt. Und wenn wir behaupten, dass Frauen nicht die Eigentümer ihres eigenen Körpers sind, dann behaupten wir implizit, dass wir Übermenschen sind, dass wir über die Frau hinaus Recht bestimmen können, wie sie mit ihrem eigenen Körper, was sie damit machen kann und was nicht. Deswegen ist aus dieser Sicht objektiv klar, was hier das Recht ist. Es ist völlig klar, die Frau ist Eigentümer. Kein anderer hat was anderes zu sagen. Es ist nicht so, als ob hier Unklarheit herrscht über meinetwegen. Meinetwegen können wir uns ewig darüber streiten, stellt jetzt eine einzige Zelle ein menschliches Leben dar. Interessiert mich nicht. Ist es überhaupt völlig aus dieser Betrachtung entfernt, weil die Frau halt die Eigentümer ihres eigenen Körpers ist. Das ist das Einzige, was wesentlich ist. Es interessiert überhaupt. Ist doch völlig egal, wie gesagt. Hör mal, wenn ich auf das Eigentum eines anderen Menschen bin, dann ist der legitime, der bestimmt dann, was darüber herrscht. Wenn er will, dass ich mich von dem Eigentum entferne, dann ist das sein Recht. Und wenn ich unbedingt darauf bestehe oder es mir nicht anders möglich ist, außer auf dem Eigentum dieses Menschen zu verweilen, dann, ich meine, dann ist es ein technisches Problem für den Eigentümer. Ich meine, der ist letztendlich derjenige, der darüber verfügt. Das haben wir in dem ersten Ding bestimmt. Und insbesondere auch, wenn wir jetzt Rechte des Fötus anerkennen. Ich meine, es ist ein Opfer, kann man jetzt in dem Sinne betrachten. Aber wollen wir jetzt den Fötus als Übermenschen betrachten? Als jemand, der sagt, okay, die Frau kann jetzt das und das nicht machen? Also wir jetzt in die Rolle des Fötus uns hineinschlüpfen und dann sagen, okay, das und das wäre im Sinne des Fötus? Nee, das ist die allererste Regel und ich habe euch bewiesen, dass es, wie gesagt, nicht widersprochen werden kann, ohne sich selbst zu widersprechen. Nee, hoffentlich ist genug Zeit am Ende für Fragen, ich denke schon, es dauert nicht mehr allzu lange, aber ich will noch kurz hier weitermachen. Menschenrechte sind häufig werden herangeführt als Sache, die irgendwie eine Ausformulierung von natürlichen Rechten sind. Insbesondere hier Artikel 4, Sklaverei, geht relativ konform mit meiner vorhergehenden Sache der ersten Regel. Das ist einfach eine etwas ausgeweitete Formulierung. Niemand darf Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. Das ist aber nicht das, was hier vom Europäischen Gerichtshof ist, denn wir sind hier in der EU und die Europäer sind ja besondere Menschen, die kriegen besondere Menschenrechte, was ja wieder der Definition widerspricht. Das ist etwas anders formuliert, aber es sind auch weitere Ergänzungen. Wer bestimmt jetzt Eigentümer über seinen Körper. Wer ist denn jetzt Eigentümer, wenn man jetzt zur Zivildienstpflicht oder Dienst, das ist immer diese
Manipulation der Sprache, um Leuten zu verblenden, wann ihre Rechte verletzt werden. Es sollte euch klar sein, wenn ich euch vorhin gefragt hätte, okay, wenn irgendjemand ein Gesetz schreibt und darin sagt, es ist Sklaverei ist legitim, dann würdet ihr erkennen, hoffentlich, dass das nicht rechtens ist. Es sollte aber auch klar sein, dass der Gesetzgeber das nicht so offensichtlich machen wird. Er wird es in Worthülsen kleiden. Er wird sagen, Dienst und Pflicht. Aber letztendlich ist die erste Regel, die wir hier festgelegt haben, oder zumindest nach meinem Rechtsverständnis, die Regel lautet, dass derjenige, der, also jede Person ist Eigentümer über seinen eigenen Körper oder wie ihn. Und wenn wir jetzt hier sagen, okay, Männer müssen das und das zu deren Zeitpunkt tun, dann ist es, und sie haben Strafen zu erwarten, wenn sie das nicht tun, insbesondere wieder, es geht um die Anwendung von Gewalt. Es ist nicht so, als ob das ohne Gewalt ist, es ist, als ob das einfach nur irgendwie eine Einschränkung der Freiheit ist. Wenn man darauf tatsächlich besteht, dass keiner einem was sagen darf, was man tun darf mit seinem eigenen Körper, dann hat man Gewalt vom Staat zu erwarten. Hier in diesem Land. Und es ist in dem Sinne einfach eine Form von der Sklaverei. Das ist ganz einfach, das ist ganz eindeutig. Okay, genug der Rede. Ach so, nee. Also noch eine kleine Sache. Nicht, dass irgendeiner denkt, vielleicht wollt ihr das irgendwie relativieren, das habe ich auch schon mal dieses Argument gehört. In Wirklichkeit ist es nicht wirklich so viel Gewalt damit verbunden. Es ist irgendwie, viele Leute gehen ja auch freiwillig dahin oder sehen das irgendwie als charakterbildend an, wenn sie dahin gehen. Das ist allerdings nur so lange der Fall, wie es keinen Kriegszustand gibt. Und gerade in den Notfällen sollte man ja wirklich sein Recht kennen. Und wenn man es da nicht hat, dann ist es praktisch wertlos. Also jetzt im friedlichen Zeitalter ist es ja relativ, dann hat man ja nicht die Rechte alltäglich unter Bedrohung. Der amerikanische Staat hat insbesondere eine freiwillige Armee, verstößt explizit also nicht gegen diese Regel wie wir. Also, sondern, aber das ist alles auch unter Vorbehalt, wie in Vietnam. Dann ändert sich das nämlich ganz schnell. Die haben nämlich auch dann die Wehrpflicht eingeführt, ad hoc. Und das ist also alles hier unter Vorbehalt, dass hier Rechte gewährt werden. Sobald der Staat Kanonenfutter braucht, werdet ihr zu Sklaven gemacht. Okay, genug. Wollen wir jetzt letztendlich zum geistigen Eigentum kommen? Es gibt immer diese Art, das zu formulieren, Leistung muss sich lohnen. Also wenn jemand irgendwas erzeugt, Leistung gebracht hat, er wollte irgendwie, und wir betrachten das als wertvoll, dann sollte er auch dafür entlohnt werden. Spielt absolut gar keine Rolle. Es geht hier um die Frage der Gewaltanwendung. Es bestreitet keiner und ich meine, ich hätte auch nichts dagegen, hier irgendwas irgendwie in einer Art von dieser Arbeit, die ich mir hier gemacht habe, zu profitieren. Hätte ich absolut nichts dagegen. Müsst ihr auch euch selber jetzt einschätzen. Ist das jetzt für euch wertvoll, was ich hier sage? Sind diese geistige Schöpfung? Und ob ist das, aber das ist alles auf freiwilliger Ebene. Das ist nicht das, worum es geht. Es geht hier um die Gewaltanwendung. Wir benutzen den Staat als Mittelmann, um Gewalt anzuwenden gegen Menschen, die kopieren. Ich habe nur nicht gesagt, es ist erstmal nicht klar, warum das irgendwie eine Rechtsverletzung darstellen sollte, einfach eine Sache zu kopieren. Es ist nicht nur, dass ich das Eigentumsrecht begründet habe durch die Knappheit, was ja offensichtlich nicht der Fall ist bei Ideen, die ja unendlich reproduziert werden können. Das ist nicht nur, dass es keine Begründung für das geistige Eigentum gibt, ob das jetzt Patentrecht oder Urheberrecht ist. Es ist auch eine Einschränkung über andere ihre Eigentum. Insbesondere jeder, der sich auf sein Urheberrecht beruht, sagt implizit, ich habe, soweit es diese Schöpfung betrifft, ein Verfügungsrecht über euer Eigentum. Das heißt, ihr dürft euer Computer auf diese und diese Art nicht verwenden, obwohl es euer Eigentum ist, was ja im Prinzip gezeigt worden ist. Und ich habe das Recht, mittels dem Staat Gewalt gegen euch anzuwenden,
soweit es die Reproduktion dieser Ideen betrifft. Das heißt, im Prinzip haben wir eine Möglichkeit geschaffen, mit denen Menschen zu Übermenschen werden. Also das heißt, wir haben ein Unrechtssystem in meinem Verständnis gemacht, nachdem man durch die Schöpfung einer Idee zu einem Eigentümer an alle Güter wird, alle knappe Ressourcen, soweit es halt diese Idee betrifft. Und ich habe jetzt auch oft die Kritik gehört, naja, es ist hier nicht so, als ob man von alleine drauf kommt, Shakespeare nochmal zu reproduzieren. Aber überlegt euch mal die Situation im Patentrecht, wenn jetzt eine Medizin forscht. Wir haben ähnliche Probleme, oder als Informatiker, wir haben ähnliche Probleme zu lösen, und es kann schon durchaus passieren, dass einer als Zweiter, aber doch unabhängig von einem anderen, zu einer gleichen geistigen Lösung kommt. Und ist es jetzt nur, weil derjenige als Erster drauf gekommen ist, legitim für den Gewalt gegen den anderen anzuwenden? Man kann diese Sache auch ad absurdum führen. Ist jetzt der Pythagoras, der jetzt a² ist b² plus c² sich ausgedacht hat oder entdeckt hat, wie man das auch immer betrachten müsste, der Schöpfer in dem Sinne von dieser geistigen Idee? Ist es jetzt für den legitim, Gewalt gegen mich anzuwenden, beziehungsweise für seine Nachfahren, die ja Erbe dann des geistigen Eigentumsrechts wären? Wäre es für die legitim, Tantiemen von mir zu verlangen? Man kann es auch auf eine andere Art zu ad absurdum führen. Wäre es legitim für, sagen wir, es gibt auf Alpha Centauri irgendeinen Außerirdischen, der einen ähnlichen Vortrag hält wie ich, ist es jetzt legitim, dass in vier Jahren er hier zurückreist und mir dann auf den Kopf schlägt, weil ich die gleiche Idee reproduziert habe, obwohl es eigentlich unabhängig von ihm war? Es ist ja eine gewisse, also ist auf gar keinen Fall klar, warum diese Sache legitim sein sollte. Insbesondere, ach ja, sollte auch noch weiter. Insbesondere sind auch nicht der Staat die einzigen, die verlangen, die in Anspruch erheben, Gewalt anzuwenden bei der Verwendung einer bestimmten geistigen Schöpfung. Mohammedaner sagen, okay, wenn ich jetzt hier eine bestimmte Pixelanordnung auf die Leinwand werfe, dann ist Gewaltanwendung gegenüber mich legitim. Und wieder dasselbe, falls tatsächlich ihr irgendwas in eurem Ohr habt, das euch das flüstert, oder ob ihr irgendwo in einem Buch stehen habt, dass das tatsächlich der Fall ist, dann ist es eine Sache zwischen mir und Gott oder Allah oder dem Spaghetti-Monster, was auch immer. Nicht, wir versuchen hier, wie gesagt, eine gesellschaftliche Ordnung aufzubauen und insbesondere Konflikte zu vermeiden. Und da muss man auch mir das Recht eingestehen, ich verletze niemand dabei, ich nehme auch niemandem was weg. Es ist einfach eine bestimmte Anordnung von Pixeln, von Wertzuständen. Ich meine, auch beim geistigen Eigentum. Es ist, wenn ich verbreite ein urheberrechtlich geschütztes Werk, mache ich im Prinzip einfach Spannungsveränderungen auf meiner Leitung, die ausgeht von meinem Haus. Mir ist nicht klar, warum das eine Gewaltanwendung darstellt und deswegen irgendwie ein Rechtsbezug haben sollte. Wir haben es ja einfach mit einem geschichtlich-historisch gewachsenen Rechtsverständnis zu tun, was ganz einfach sich nicht philosophisch begründen lässt und ganz und gar entgegensteht dem Ziel der Konfliktvermeidung, was ja ursprünglich das ist, wofür wir das Recht überhaupt haben. So, noch eine kleine Sache, bevor wir zu Fragen kommen. Falls ihr das alles ablehnt, was ich jetzt gesagt habe. Falls ihr jetzt betrachtet, nee, der Gesetzgeber hat recht, der hat es gesagt, das ist jetzt gültig. Falls ihr jetzt denkt, dass Urheberrechtsgesetz und Patentrechtsgesetze sind irgendwie legitim, dann bitte hört aber da mal auf, es Diebstahl zu nennen. Es ist nicht Diebstahl. Diebstahl ist was anderes. Kopieren mag, selbst wenn es der Fall ist, dass es einen Gesetzesbruch darstellt oder dass es eine Rechtsverletzung darstellt, dann ist es aber noch lange kein Diebstahl, das ist was anderes. Bitte einfach hier diese klare Begriffstrennung, weil das ist überhaupt nicht dieser Sache dienlich. So, und damit ihr jetzt wisst, dass ich nicht diese ganze Sache mir alleine ausgedacht habe, da gibt es auch Quellen. Insbesondere Herr Hoppe ist, falls jemand Zweifel an die Beweisführung hat, die ich für das Eigentumsrecht, was ja im Wesentlichen die Grundlage dieser Argumentation ist,
dann kann man das hier oben auf imaginäres Eigentum oder einfach Google Hans-Hermann Hoppe mit hier diesem Dings. Und die anderen Quellen sind dann nach Belieben auch. Gut, das war's. Fragen? Ich habe direkt eine Frage zu deiner vorletzten Folie, war das, glaube ich, mit den Pixel vorvorletzten aus dann. Bist du der Meinung, dass Gewaltanwendung nur physische Gewalt ist? Ja. Das heißt, eine psychologische Gewaltanwendung oder eine Schädigung der Psyche akzeptierst du nicht als Gewaltanwendung? Ich habe keinen Einfluss darauf, welche Vorstellungen Leute in ihren Köpfen haben. Ich kann, wenn jeder sich irgendwelche Gedanken machen kann, was eine Rechtsverletzung plötzlich darstellt und das zudem völlig unbegründet, ohne dass irgendwie eine schlüssige Begründung dafür besteht, einfach weil es in diesem Buch steht, dann das ist keine Rechtsgrundlage für mich. Selbst nicht im juristischen Sinn, aber insbesondere auch nicht in meinem Rechtsverständnis. Ja, das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel irgendwie, aber ich kann es nicht akzeptieren, wenn du sagst, es gibt keinerlei Möglichkeiten, jemanden psychologisch zu verletzen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe, wie gesagt, ich beziehe mich auch auf, das habe ich auch in meinem Verständnis von Eigentum gesagt. Das ist physikalische Objekte, bezieht sich auf physikalische Objekte und die physikalische, ich meine, ich könnte jetzt noch weitere 2 Stunden darüber reden, ausweiten, die mein Verständnis von Eigentumsrecht und insbesondere geht daraus auch hervor. Das Einzige, worauf man einen Rechtsanspruch hat beim Eigentumsrecht, ist die physikalische Integrität des Eigentums. Das ist das Einzige, was man verteidigen kann. Also zum Beispiel sowas wie ein Recht an deinem eigenen Bild oder so gibt es nicht für dich? Existiert nicht, nein. Das heißt, ich kann Bilder von dir veröffentlichen, verfälschen und so weiter und so fort. Kannst du machen, ja. Und es würde dich auch nicht irgendwie verletzen in jeglicher Form, wie man das macht? Es würde mich an meinem Eigentum nicht verletzen. Es würde mich in meiner physikalischen Integrität nicht verletzen. Das ist das Einzige, was ich mit diesem Rechtsverständnis begründen kann. Es ist schon klar, dass wenn man jetzt weiter aufgeht zu einer Ethik, also das heißt einem nicht nur, was man nicht tun soll, was ich jetzt unter Recht verstehe, sondern was man tun sollte, beziehungsweise wovon man quasi Bonuspunkte in dem Sinne bei einer Ethik sammeln kann. Zum Beispiel ist, was ich jetzt nicht auch gesagt habe, ist zum Beispiel, die einzigen Wesen, die Anspruch haben auf Eigentum, sind rationale Wesen. Das heißt, insbesondere auch Tiere sind nicht davon betroffen. Also wenn ich jetzt hier einen Moskito habe, der versucht, mich zu stechen oder insbesondere über meinen Körper zu verfügen, dann lohnt es sich nicht für mich, hier ihm Rechte zu gestehen, weil ich nicht erwarten kann, dass ich ein anderes Verhalten von ihm bekomme, als dass er mich versucht, weiterhin zu stechen. Deswegen ist es legitim für mich, gegen ihn gewalthaft vorzugehen. Naja, ich glaube halt, dass die Psyche auch ein groß, also wie soll ich sagen, eine Grundlage unserer menschlichen Existenz ist. Und wenn die verletzt wird durch Darstellung, wie auch immer, ja, also ich meine durch Pixelanordnung oder Bits, wie auch immer ich die mache, also ich will jetzt gar nicht das Beispiel nehmen, weil ich von Religion in der Hinsicht auch nicht viel halte. Aber wenn du das nicht akzeptieren kannst, dass die Psyche Teil des Menschen ist und auch verletzt werden kann, dann... Das akzeptiere ich schon, aber darum geht es hier nicht. Es geht hier um, wann ist Gewalt legitim? Und ich meine, man kann mich da jetzt, wenn tatsächlich irgendwelche Mohammedaner hier jetzt unter uns sind, man kann mich jetzt hier für ein Arschloch halten oder man kann jetzt sagen, dass der Gott irgendwie noch etwas mir zu sagen hat, wenn ich sterbe. Kann man mir sagen. Aber es geht hier darum, um die Fragestellung, wann ist die Anwendung von Gewalt legitim? Nicht das, was man vermeiden sollte, das, was man nicht tun sollte, wenn man noch weitere Sachen hat, außer Rechtsverletzung, außer die Gewaltanwendung zu vermeiden. Ja, jetzt habe ich hier eigentlich mehr über Sachenrecht gehört und weniger über geistiges Eigentum. Und bei deiner Eigentumsordnung ist mir ein bisschen, was ja auch irgendwie hier im Publikum vielleicht auch schon so Widerspruch provoziert hatte mit dem Beispiel mit dem Schwangerschaftsabbruch. Ich weiß nicht, vielleicht musst du das nochmal durchdenken, weil ich glaube, da ist ein Widerspruch in deiner Argumentation drin, wenn du sagst, die Frau ist Eigentümerin
von dem Fötus. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, sie ist Eigentümer über ihren eigenen Körper. Und sofern es etwas gibt in ihrem Körper, was sie da nicht haben möchte, dann darf sie das entfernen. Es ist jetzt halt ein schlechter Umstand, dass jetzt das Fötus nicht anders überleben kann als da. Aber das ist jetzt ein Opfer in dem Sinne dieser Sache. Vielleicht gibt es irgendwann in Zukunft eine Möglichkeit, dass Fötus entfernt werden kann aus dem Gebärmutter und dabei weiter noch überleben kann. Dann wäre es natürlich vorzuziehen, falls man dann das. Aber wie gesagt, in der jetzigen Situation ist es halt so. Ich habe nicht gesagt, dass sie Eigentümer über einen Fötus ist. Dann wäre ja der Fötus in dem Sinne Sklave. Habe ich nicht gesagt. Ja, schwer nachzuvollziehen alles. Okay. Müssen wir nicht weiter ausführen. Also ich bin kein Philosoph. Wahrscheinlich sind das alles dumme Sachen, die ich jetzt erzähle. Andererseits finde ich, also ist das nicht das... sehr bewundernswert, wie konsequent du mit deinen Gedankensträngen da so durchgehst. Also das ist irgendwie auch echt ganz toll. Auf der anderen Seite dieses Technokratische, ich empfinde es so als technokratisch, wenn du wie eben über dieses blöde oder auch nicht blöde Fötusbeispiel da so redest. Also das erschreckt mich irgendwie. Ich weiß gar nicht, das ist nur so ein Bauchgefühl. Ganz am Anfang habe ich gemeint, in deiner Herführung eine Differenz festzustellen zwischen Reflex und Intuition. Ich konnte zum Beispiel das nicht nachvollziehen, was du unter intuitivem Empfinden dargestellt hast. Dann habe ich mit diesen vier Punkten irgendwie Probleme gehabt. Das konnte ich nicht nachvollziehen. So was mir jetzt im Kopf anfällt, der zweite Punkt, dass der oder der dritte, derjenige, der als erster etwas nutzt, dessen Eigentümer sein soll, kann ich, sage ich jetzt mal so ganz einfach, intuitiv nicht nachvollziehen. Das Beispiel, was du mit der Luft gebracht hast. Nehmen wir einfach das eine Beispiel. Das Beispiel, was du mit der Luft gebracht hast, mag stimmen, aber das bedeutet ja andererseits nicht, dass grundsätzlich der Grundsatz auch stimmt. Das ist ein einzelnes Beispiel. Versuchen wir einfach, die Regel 2 hier nochmal anzugehen. Und du hast jetzt ein paar Sachen. Und ganz kurz, bevor ich das noch vergesse, ich weiß nicht, vielleicht das zielt vielleicht auf die andere Ebene auch ab, so Begriffe wie Würde, die oft, glaube ich, gelöst sind von religiösen Ansichten, die finden sich ja dann in deiner Theorie erstmal gar nicht wieder. Ich habe hier ein Rechtssystem gezeigt, nicht ein ethisches System. Ich habe gesagt, wie man sich nicht verhalten sollte, nicht wie man sich verhalten sollte. Das ist diese Sache. Wenn man in einer Gesellschaft leben will, dann gehört mehr dazu, als einfach nicht immer Gewalt anzuwenden. Also man gehört auch gewissermaßen Respekt. Kann man jetzt alles ausweiten? Darum geht es mir hier nicht. Mir geht es nur um die Frage, wann ist wirklich Gewalt legitim? Das ist die einzige Frage, die ich behandle. Und zu der Unklarheit über die zweiten Regel. Ich kann jetzt vielleicht einfach mal fragen, was wäre jetzt, kannst du dir irgendeine Alternative zu dieser Sache vorstellen? Also wie gesagt, ich bin philosophisch überhaupt nicht gebildet. Bei allen vier Punkten kann ich das nicht nachvollziehen. Ja, also machst du doch einmal bei der 2. Auch zum Beispiel am ersten, warum muss ich definieren, ob ich oder jemand anders Eigentümer meines Körpers sein soll? Also ja, warum gibt es aus dieser Sicht nur diese beiden Definitionen? Das erschließt sich mir noch gar nicht. Okay, wir haben am Anfang gesagt, was Recht ist. Insbesondere, wir versuchen irgendwie Konflikte zu vermeiden. Das ist das Ziel. Wir wollen Konflikte vermeiden. Wenn wir nicht Konflikte vermeiden wollen, das ist auch eines der Prämisse, die ich nicht ausgesprochen habe, die man auch nachlesen kann. Wenn ich nicht Konflikte vermeiden will, also nichts anderes in meinem Leben vorhabe, als Konflikte zu haben, also im gewissen Sinne Psychopath bin, ich kann einen Psychopath nicht davon überzeugen, dass er Rechte respektieren soll, weil er hat gar kein anderes Ziel, außer eben Konflikte zu haben. In diesem Sinne. Es gibt doch auch noch Zwischenbeziehungen. Also ich meine, es gibt nicht nur Menschen, die das eine oder das andere im extremsten Fall wollen, oder? Also du stellst das dann mal, also ich möchte nicht jetzt, also das kommt mir so vor, als ob du entweder oder sagst, im jeweils extremsten Fall, aber Die Sache ist, wenn wir über knappe Güter sprechen, ist es nicht so, als ob wir beide gleichzeitig über das knappe Gut verfügen können. Es ist nicht so, als ob zwei Personen bestimmen können, wie über meinen Körper verfügt wird. Ich kann das, es sei denn, man teilt mich quasi in zwei. Das ist aber auch eine Art der Verfügung, muss auch erstmal legitimiert werden.
Wir sind mit der Tatsache konfrontiert, dass immer nur es gibt nur einen Willen, der letztendlich über knappe Güter verfügen kann. Eine bestimmte Person. Es kann keine zwei Personen gleichzeitig über ein knappes Gut verfügen. Deswegen ist das so schwarz-weiß. Wenn ich einen Keks habe, dann können keine zwei Personen diesen Keks essen. Wenn ich einen Keks kopieren könnte, dann könnte man beliebig viel davon machen. Deswegen brauchen wir ein Rechtssystem. Deswegen überlegen wir uns diese Regeln. Deswegen gibt es diese Regeln. Und in seinem Alltag hält sich auch, denke ich, jeder an diese Regeln. Ich meine, du betrachtest, denke ich mal, niemand anderes außer dich selbst als Eigentümer. Ich denke mal, wenn du irgendwie dir eine Existenz aufbaust, dass du auch dich als, und insbesondere meinetwegen aufs Land gehst, wo noch niemand war, und dann auf einmal anfängst, Sachen anzubauen, denke ich mal, dass du es als dich als Eigentümer dann davon betrachtest. Implizit erkennt schon jeder diese Sachen an, und das liegt einfach eben daran, dass wir evolutionär oder gesellschaftlich eben diese Intuition entwickelt haben, darüber, einfach damit wir eine gesellschaftliche Ordnung haben können, weil es eben auch evolutionär sinnvoll ist. Das ist aber keine Begründung dafür. Ich habe hier die Begründung quasi geführt. Wenn ich, wie gesagt, das ist wieder diese Sache über die Wahrheitsfindung. Wenn ich einen Ball fange, dann habe ich eine gewisse Intuition evolutionär entwickelt, wie die physikalischen Gesetze sind. Das ist aber noch lange keine vernünftige Begründung, warum die so sind oder wie genau die sind. Die kann man durch die Vernunft ermitteln. Das heißt, man kann genauer erfahren, wie die Wahrheit tatsächlich ist. Insbesondere hier bei meinem Rechtsverständnis die Wahrheit über Verhalten, das der Konfliktvermeidung dienlich ist. Wenn es unklar ist, wie gesagt, ich stehe noch außerdem weiterhin zur Verfügung für Fragen, weiß jetzt nicht, ob wir jetzt schon, haben noch 2 Minuten. Ich denke, eine Frage geht noch. Okay, dann meine Frage. Ich würde noch mal ein bisschen konkret aufs Urheberrecht gehen, weil das ja jetzt nur ganz am Ende kam. Ich würde auf jeden Fall sagen, die digitale Kopie eines Films beispielsweise ist kein knappes Gut, weil man kann es beliebig oft kopieren und das ist vollkommen egal. Was ein knappes Gut ist, ist die Lizenz, diesen Film, den Recht zum Kopieren weitergeben zu können. Also die Lizenz darauf ist ein knappes Gut, weil, sagen wir mal, ein Filmdistributor kann dann an Kinos gehen und hat die Lizenz dazu. Die Kinos müssen eben Geld dafür bezahlen, dass sie das zeigen und so. In dem Moment, wo jemand, der den Film weitergibt, ohne diese Lizenz zu beachten, schränkt er diese Lizenz sozusagen ein. Er stiehlt in Anführungszeichen ihm damit dem Lizenzinhaber das Geld, was er sonst bekommen würde, wenn natürlich alle Leute das dann alle kaufen würden, anstatt das nur... Wie gesagt. Genau. Also ich denke, das knappe Gut ist die Möglichkeit, innerhalb des Bezahlsystems das Geld zu bekommen für ein bestimmtes geistiges Werk. Als allererstes wieder, stiehlt, hast du schon richtig in Anführungszeichen, kopieren ist nicht Diebstahl. Selbst wenn es eine Gesetzesverletzung ist, es ist nicht Diebstahl. Einfach nur, damit wir hier klar über Konzepte reden. So viel erstmal. Das zweite ist, ich erkenne dieses nicht als legitimes Recht, als Wahrheit, als... Ich betrachte Lizenzen, die vom Gesetzgeber quasi geschaffen werden, nicht als etwas, was der Konfliktvermeidung dienlich ist. Insbesondere, wenn wir von Patenten reden. Wenn Sie schauen, welche Patentarsenale aufgebaut werden bei verschiedenen Firmen, einfach um sich zu schützen, es ist klar, dass da irgendwie Konfliktpotenzial entsteht, alleine dadurch, dass der Gesetzgeber sagt, okay, wenn ihr wollt, wende ich Gewalt gegen diese Person an, weil ihr die Ersten wart, die diese Idee gehabt habt. Das ist völlig unbegründet. Es gibt keinen Grund dafür, analog zu der Art, wie ich es hier vorgeführt habe. Und es läuft zwangsläufig eigentlich darauf hinaus, dass es Konflikte geben wird. Und es ist demnach
auch nicht recht. Es ist auch nicht recht, weil wir dadurch wieder eine Kategorie von Über- und Untermenschen schaffen. Solche Personen, die etwas als erstes ausdenken, werden zu Übermenschen. Das heißt, sie können über anderen ihr Eigentum verfügen, soweit es diese Idee betrifft. Wir haben aber gesagt, ursprünglich in diesen Regeln, dass nur der Eigentümer darüber verfügen darf. Was ist es jetzt? Ist es jetzt der Eigentümer, der über das Ding verfügen darf? Darf er jetzt es benutzen? Darf er jetzt die Spannungspegel da wechseln oder nicht? Ich betrachte, wie gesagt, diese Lizenzen nicht als legitim. Es ist okay, danke.